Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Ski Jumping 2022. Wir sind wieder in Peking und wir spielen wahrscheinlich die komplette Raw Air durch. Also jetzt das hier, dann zweimal Lachti und dann die Raw Air. Und das erstmal bei so Bedingungen. Oh Gott, und der Start geht los wie in jeder Folge. Komplett beschissen. Ja, Bruder, und dann wieder dieser Babo-Absprung, Digga. Es war so klar. Ja, es reicht wahrscheinlich für die Quali. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen sollte. Abo würde uns kostenlos unterstützen und mich und meinen Cutter. Der mir einen komplett beschissenen PC im Karriere-Team vorgeschlagen hat. Nun ja, auf jeden Fall. Nehme ich das hier nicht als Olympische Spiele bei in dieser Saison, beziehungsweise an sich, weil ich die Chance einfach nicht kann und nehme das mit wie jeden anderen Weltcup. Bin aber auch so scheiße wie in jedem anderen Weltcup, von daher, das nimmt sich eh so viel nicht, von daher. Ja, aber in der nächsten Saison könnten wir das ja theoretisch so machen, dass es nur mal einen extra Sport gibt, aka, dass ich da noch mehr Druck habe und komplett scheiße wo bin. So. So, ganz leichter Aufwind. So, von oben weg besser. Der Absprung wird wahrscheinlich genauso scheiße wie sonst. So. Ja, wobei, ist eigentlich ganz ordentlich. Ist ordentlich! Das könnte eigentlich ein ganz guter Platz sein, oder? Das ist der 17. Platz. Achso, ja, der erste Durchgang war ja scheiße hoch. Das habe ich komplett vergessen. Ja, wir sind weiter 9. Und wir müssen mal ein paar Punkte aufholen, weil sonst rutschen wir noch bald auf Platz 10 ab. Das könnte uns eventuell in Lachti gelingen. Hahaha. Wie hat den Gag verstanden? Also in den Chat. So. Lacht. Nun schauen wir uns. Oh, ich hatte gerade andere. Springen wir in Lachti. Die Chance liegt mir ja absolut nicht. Aber dafür so ein extrem geiler Aufwind. Das ist wie 150 Meter auf Bischofshofen oder sowas. Okay, komm, scheiße, Digga. Ja, wow, super, cool. Cool, das war was absolut komplett. So, ist ja eh nur die Quali. So. Ja, leichter Aufwind. Ja, 97% von oben weg ist erstmal ganz gut. Ja, 1,85 Meter zu früh. Ja, reicht für nichts. Okay, habe ich verstanden. Ah, komm. Ja, Lauerstellung, geil. 21 Punkte hinten. Yippie. So, leichter Aufwind. 99%. Wirst vielleicht auch mal den Absprung gut treffen. Ich bin hier immer zu früh. Weil wenn ich mir noch ein bisschen mehr Zeit lasse, dann bin ich zu spät. Na, auf jeden Fall ist das ein Sprung, der vielleicht noch unter die Top 7 reicht. Das möchte ich aber auch mal minimal bezweifeln. Von daher schauen wir uns an, was bei rauskommt. Ja, 8. Platz. Stefan Kraft ist vor uns. Dafür ist aber Kilian Payer hinter uns. Das sind ja die beiden vor uns. Stefan Kraft und Kilian Payer, wie ihr hier nochmal sehen könnt. Kilian Payer verliert einen minimal Boden auf Stefan Kraft. Und wir können uns dann langsam so ein bisschen ranrum. Ja, auf jeden Fall muss es jetzt genauso gut weitergehen. Lach! Tja. Und dann spielen wir die Raw Air und dann gibt es in der nächsten Folge den Saisonabschluss Skifliegen. So ist es eigentlich geplant. Und ganz, ganz leichter, ganz zarter Rückenwind wird uns jetzt begleiten.
So, jetzt wieder im Quali-Durchgang der gute Absprung. Verkehrt ihn nicht. Ja, 130 Meter. Es ist so ein Witz, Digga. Ja, komm, Sick. Das ist wieder der beste Sprung in der Quali. Toll. Was bringt's mir, Digga? Erklärt mir. Was bringt's mir, der Beste in der Quali zu sein? Kann ich mir davor was kaufen? Nein. Ja, doch, Selbstvertrauen. Super. Wohin soll ich springen? Oh, sieh, ich hab keinen Bock mehr. Ach, so, dafür sind die Abstände geringer. Und ganze Zeit der Aufwind, da kann man kaum was gut machen. Yippie. Auch wenn uns die Bedingungen liegen sollten. Ja, komm, scheiß auf. So, noch den Sprung gezogen. Scheiß auf den Telemark in dem Falle. Ja, vielleicht reicht er noch für die Top 13 oder Top 12. Nein, reicht es nicht. Ich höre auf zu träumen. Wir bleiben 15. Ah, ne, reicht sogar für die Top 12. Wow. Gut, und dann wird es hoffentlich jetzt in der Raff Air besser laufen. So, komm raus, ja, ne. Ich hasse Lachti, Digga. Es gibt so Schanzen, die ich liebe, wie Wellinge, wie Innsbruck oder sowas. Da gibt es so Hassschanzen. Und dazu gehört Lachti. Oder Zakopane oder so. Bah, oder Peking. Uah. Pfui. So, Lillehammer. Ordentlicher Aufwind. Und das ist die Raw Airs, haben wir natürlich Start Nummer 1. Das soll sich bald ändern. Ach komm. Aber der Quali-Sprung zieht ja hier glücklicherweise auch mit rein. 138 Meter. 138. Gut, jetzt war ich noch ein bisschen beim Darts hängen geblieben. Ja. Genau. Okay, reicht für nichts. So, jetzt etwas dezenterer auf. Vielleicht so 130 Meter könnte gut sein. Da würde ich mich drüber freuen. Oder auch nicht. Bruder, du musst halt auf Lillehammer den Absprung treffen. Ist mir super gelungen. Und wir sind verletzt. Raw Air, tschüss. Na, erste Endings. Da wären wir eigentlich ganz gut dabei gewesen. Hätten wir mal vernünftig den Absprung erwischt. 10. im World Cup. Ja, zum Glück ist nach hinten Puffer. Ja, 16, komm. Können wir im ersten Wettbewerb nicht mitmachen von Oslo. Ist eh gut mit der Zeit. Da kommen wir ungefähr auf 10,5 Minuten. Ja, okay. Ich nehme da gleich hier noch den Saisonabschluss auf. Scheiß auf. Ja, fällt uns einigermaßen. So. So kann man mal reinstarten, würde ich behaupten. So kann man reinstarten. Da. So, nur Rückenwind. Das kann ja witzig werden. Wo ist die grüne Linie, Bruder? Ich weiß jetzt gar nicht, was mein Sprung wert war. Was war der Sprung wert? Nichts, okay. Habe ich verstanden. So, jetzt aber. Komm, nochmal attackieren. 138 Meter.
Wie ein Lillehammer. Na, Quali, Punkt, Punkt, Punkt. Er hätte auch ernsthaft nicht schlechter laufen können. Okay. Gut, ja, ciao, das war's mit dem Video. Na, warte, schon wollte ich doch die Standings an. Ja, Rüdiger, ja, steht die Royale knapp vor Karl Geiger gewonnen, Yippie. Ja, komm nur, wenn bis jetzt 10. und haben noch sage und schreibe 100 Punkte Puffer. Circa. Das war's mit dem Video. Drei Leute, ciao.